du bist nicht Norbert Gerwald, ich möchte dir helfen. Sag ich, wer spricht da? Sagt er, ich bin es, Norbert Gerwald, dein Herrgott. Mit meiner Hilfe will ich dich wählen zum Bundespräsidenten. Moment einmal, Sie reden mit dem Gott, oder was? Nein, er spricht mit mir. Jeden Morgen, wenn ich mich zum Schreibtisch hinsetze, spricht er mich an, sagt Norbert Gerwald. Ich weiß nicht, warum er immer beide Vornamen sagt. Und ich sage zu ihm, Gottlieb, Gott helf, was kann ich für dich tun? Und er sagt, ich habe schon wieder schöne Sachen zum Nachdenken für dich mitgebracht. Guten Morgen, Norbert Gerwald. Denke mal drüber nach, warum beim Wahlzettel immer mit Bleistift auszufüllen ist. Das liegt daran, dass man das ausradieren kann. Hast du schon einmal bemerkt, dass beim Radiergummi die rote Seite größer ist als die blaue und besser geht? Schau mal beim Fenster hinaus, lieber Norbert Gerwald. Die weißen Linien, die Chemtrails, wo sind die hin? Seit wir drüber gesprochen haben, sind die weg. Denke mal drüber nach, Norbert Gerwald. Ja, und ich denke mittlerweile darüber nach, meine Damen, ob es mittlerweile noch Sinn macht, über Politik permanent ernsthaft hier in Nachrichtensendungen zu sprechen, oder wäre es nicht viel, viel besser, eine Seelenwanderung anzutreten und in den Leib eines unbedarften Sportreporters hineinzufahren. Da würde es mir gleich viel besser gehen, meine Damen und Herren. Ja, es ist so, das Match Hofer gegen Van der Bellen geht jetzt in das letzte Drittel. Jetzt muss es einen Sieger gehen. Die Frage ist, geht dem Team Van der Bellen jetzt die Luft aus? Weil das Team Hofer hat sich verstärkt durch einen Mitspieler namens Gott. Sie kennen sicher die Geschichte, es gab schon mal einen Spieler, die Hand Gottes hat ein Tor geschossen. Der echte Gott hat dann diesen Spieler bestraft, indem er ganz dick wurde. Sehr dick ist er geworden. Ja, und ich gehe jetzt in mich und denke, ich habe nur Politik im Kopf. Ich bleibe dabei. Und ich habe ein komisches Gefühl in meinem Kopf, als hätte ich mich gerade für wenige Sekunden für Politik interessiert. Schreckliches Gefühl, bin ich gleich zum Psychiater hier im Haus gegangen, beim ORF, zu unserem Hausschrink. Und der hat mich geschrinkt auf die Größe eines Nasenrahmels, hat gesagt, gehen Sie in sich. Jetzt habe ich mich selber in die Nase hinaufgezogen und gehe hinauf zu meinem Gehirn durch meine eigene Nase, um nachzuschauen, ob ich wirklich nur an Fußball denke, so wie die letzten 40 Jahre auch. Und ich bin jetzt schon fast ganz oben in den beiden Hirnhälften. Ja, es sieht gut aus, aber ich drehe zur Sicherheit noch eine Runde, um wirklich sicher zu gehen, dass nichts anderes in meinem Schädel drinnen ist als nur König Fußball. Ja, und in meinem Kopf sind nur die neuesten Trends. Die Horrorclowns sind überhaupt nicht gruselig. Maschek, vielen Dank. Dankeschön.